Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters für den PC. Im letzten Part sind wir an genau diesem Wächter hier verreckt. Und wo kommt jetzt der Ghoul her? Verdammt. Ich dachte eigentlich, ich habe die beiden ordentlich voneinander getrennt. Sodass ich nur den Wächter vor mir habe und jetzt ist hier plötzlich der Ghoul noch mit. So ein Mist. Das war nicht geplant. Komm, Wächter, du bleibst weg. Ich sag mal, wenn der Wächter wegbleibt, kriege ich den Ghoul auf jeden Fall erledigt. Denn mit Ghoulen habe ich Erfahrung. Ja, ist ja gut. Aua. Drecksack. Na komm. Und weg ist er. Okay. Ich sag ja, mit Ghoulen habe ich Erfahrung. So. Satz war gerade nicht danach aus. Und ich habe schon wieder den Ring noch nicht gewechselt. So. Dann wollen wir jetzt aber mal kurz speichern. Okay. Und uns dann gegen den Wächter stellen. Ich habe auch schon überlegt. Ich glaube, ich werde hier mal die Titanharpune nehmen. Denn die kann ich auch schmeißen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Einfach ins Gesicht zu werfen. Das Problem ist dabei nur, wie ich gerade feststelle, dafür kann ich nicht blocken. Was doof ist. Also verwerfen wir die Idee wieder. Ach. Da habe ich gerade schön die falsche Taste gedrückt und rumgesoffen, den ich noch gar nicht saufen wollte. So, aber... Ups. Ja, ich sollte auch auf seine Schläge achten. Denn an sich, wenn ich ein bisschen darauf achte, was er macht und dementsprechend angreife, dann kann er mir eigentlich auch gar nichts. Dann blocke ich alles, was er mir entgegensetzt. Es dauert zwar ein bisschen, bis er besiegt ist. Ups. Aber das ist ja auch kein Problem. So, 231, das ist doch eine schöne Menge. Und ich bekomme seine Keule, das ist doch auch gut. So, das sieht nur ein bisschen schlecht um mein Proviant gerade aus. Na, mal schauen, ne? Mal schauen, was uns hier jetzt noch so begegnet. Und was wir hier eventuell einfach so auf dem Boden finden. Okay, da sehe ich einen Krieger rumstehen. Schwarzer Lotus, 1 von 5. Okay. Haben wir das schon mal. Also da schon mal einen Anfang. Da haben wir einen Ghoul. Den hätte ich doch jetzt schon keinen Bock. Naja. Was muss, das muss. Yeah.
So, und weg. Okay, sehr schön. Sehr gut. Dann haben wir den erledigt. Wir können hier immer rennen. What the fuck? Da ist schon wieder ein Wächter. Naja, ich weiß ja, dass der mir nichts kann. Ja, wenn ich nur ein bisschen auf sein Angriffsmuster aufpasse. Aua! Also irgendwie greift er schneller an als der andere. Und mit einem anderen Muster. So, ups. Okay, ich glaube, jetzt kriege ich ihn. Das Problem ist hier natürlich, ich kann nicht wirklich zur Seite ausweichen bei den Überkopfschlägen. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich weit genug nach hinten ausweiche. Ah, na gut, man kann doch zur Seite ausweichen, ist aber ein bisschen knapp. So. Okay. Zack. Und noch ein Hieb. Dauert ein bisschen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, nicht wahr? Da war ich zu langsam. Was? What? What? Verarschen? Alter! Was hat er denn jetzt gemacht? Kill-Kombo oder was? Ist klar, Mann. Ist klar. Ich habe die ganze Zeit verteidigt. Wie konnte er plötzlich angreifen? Und warum habe ich... Mann, ich muss häufiger speichern. Ich meine, es wird mir hier sogar noch als Hinweis gegeben, dass ich häufig speichern soll. Ach. Dang it. Natürlich schieße ich hier erstmal daneben. Nee, er trifft mich trotzdem. Mist. Ich hatte noch die Hoffnung, dass er mich von unten eventuell nicht trifft. Aber... Nee, er trifft mich sogar ziemlich gut. Blöd. Ja, und ich treffe ihn mit meiner Pistole nicht. Super. So, na dann. Komm mal her hier. Was? Warum hast du plötzlich so schnell angegriffen? Ach. Ist doch blöd, wenn die plötzlich ihr Angriffsmuster ändern. Wie soll man sich denn darauf einstellen? Na, ich dachte, ich hätte ihn gestunlockt. Aber hey. So, weg ist er. Blöder Kerl. Okay. Dann ein bisschen was futtern. Dann, ah, hier war auch noch ein schwarzer Lotus. Den hatte ich übersehen. Ist aber kein Problem. Jetzt habe ich ihn ja bei. Okay. Und dann nochmal speichern. Zunächst mal. So. Und dann gehen wir hier rein. Na, nee, ich will nicht beide auf einmal. Ich will nicht beide auf einmal. Der Ghoul darf gerne kommen, aber der Wächter bleibt bitte hier. Okay, und der Wächter ist weiter da oben. Sehr schön, aber ich will den Ghoul noch ein Stück weiter weglocken.
Nicht, dass der Wächter doch noch mit dazu kommt. Denn auf beide gleichzeitig konzentrieren, das wird nichts. So, na? Du blöder Ghoul. Sehr schön. So, und relativ wenig Schaden genommen. Das ist auch immer schön. So, nochmal speichern. Denn ich habe keinen Bock, die Kämpfe ständig wiederholen zu müssen. Hallo, du großes Riesenrindviech. Na? Kommen Sie her? Sehr gut. Na, na, na. So nicht, mein Freund. Deine Überkopfschläge tun weh. Die will ich nach Möglichkeit nicht abbekommen. Sagt er und kriegt einen ab. Und warum habe ich einen abgekriegt? Weil ich zu gierig war. Naja. So. Perfekt. Da fällt der nächste. Sehr schön. Und ich werde jetzt hier mal bisschen ja, ein bisschen schwarzen Oleander, so eine Würgeranke und ein bisschen Geisterlilie futtern zur Heilung. So. Damit mein Proviant nicht ganz so schnell bei drauf geht. Okay, da habe ich schon wieder einen Ghoul gesehen. Mag mir jetzt natürlich weniger gefallen. So, schauen wir doch erstmal hier rein. Was haben wir hier? Mit dem Dolch war er der Schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod trug er immer einen Flügel seines verstorbenen Gefährten bei sich. Seine Spur verlor sich irgendwo am Südstrand der Insel der Diebe. Interessant. Okay, ein Papageienflügel, ha? Na gut. Schmerztöter, ja. Ja. Nimmt man mal mit, ne? So, von da kommen wir und hier haben wir den Ghoul gesehen. Das heißt, eigentlich ist das kein Weg, wo ich lang will, aber ich muss halt. Ja. Schön irgendwo hingeschossen, aber nicht Richtung Ghoul. Das ist doch gut. Ich finde das interessant. Ich hau ihn und er kann sofort angreifen. Noch bevor ich meine Deckung wieder habe. Und natürlich schieße ich daneben. Was denn auch sonst? Jo. Irgendwie ist der Ghoul hier gerade im Enrage. Wow. Alter. Komm mal runter, Mann. So. Meine Fresse.
Uiuiui. Mein Proviant wird definitiv nicht ausreichen. Für all den Schmarrn hier. Wir speichern erstmal wieder. So. Bisschen Proviant nehmen. Und weiter. Das ist ein Kämpfer. Nee, ich mag die Kämpfer doch nicht. Oh, Bloody Mary. Cool. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ganz klar. Ja. Schmeiß ruhig deinen Speer nach mir. Was? Der steht dumm rum und ich treffe ihn nicht, ja? So. Na komm. So. Zack. Aua. So, geht doch. Okay. Aber, wie gesagt, mein Proviant, ne? Und da ist schon wieder so ein großer. Und die wurden bisher eigentlich immer von Ghouls begleitet. Das ist kein gutes Zeichen für mich. Ja klar. So. Das gefällt mir nicht. Da sehe ich auch schon einen Ghoul. Jo, super. Ist doch toll, wenn man schon sieht, dass da außer dem Wächter noch was anderes auf ihn zugerannt kommt. So, aber ich hab's hier nur mit dem Wächter zu tun. Das ist gut. Das heißt, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, gehe ich hier ohne Schaden zu nehmen aus dem Kampf raus. Das ist das, was jetzt gerade mein Ziel ist. So. Warum? Warum hat der gerade getroffen? Ich habe doch geblockt. Die ganze Zeit. Okay, da habe ich jetzt zweimal versucht zuzuschlagen, was beides dumm war. Aber trotzdem, für den ersten Treffer konnte ich nichts. So, geht doch. Meine Güte, ey. Wie sieht das eigentlich aus mit der Keule? Achso, die kann ich gar nicht nutzen, weil die wahrscheinlich zu groß ist für mich. Toll. Mist. Okay. Dann gehen wir mal hier speichern erstmal und gehen dann direkt zu dem Ghoul hier. So. Kämpfen wir hier jetzt nämlich unter meinen Bedingungen. So. Zwar direkt in der Hütte des Ghouls. Ach, Mist. So. Aber es ging doch relativ problemlos.
Wie gesagt, relativ. So, Grabstaub, einmal. Hey, Mensch. Das ist ja schon fast viel. Wenn ich mir vorstelle, davon brauche ich 6. Und was ich jetzt schon für Kämpfe machen musste, um an einen ranzukommen. Das wird lustig. Das wird noch lustig. Okay. Das wird wahrscheinlich der Tempel am Ende der Schlucht sein, von dem gesprochen wurde. Das heißt, bei dem sind wir schon mal. So, komm mal ein bisschen näher, du Krieger. Komm mal ein bisschen näher, so weit kannst du ihn nicht werfen. Komm her. Put, put, put. Put, put, put. Sehr schön. So. Ja, okay. Ja, ist gut. Bin zu gierig. Ich bin zu gierig, nur weil ich ihn hier ein bisschen in die Ecke getrieben habe. Naja. Es hat ja trotzdem funktioniert. So. Okay. Dann speichern wir mal ganz kurz. Schauen nochmal da in die Hütte rein. Die wir jetzt, wo wir jetzt gerade den Weg freigeräumt haben. Natürlich ist hier nochmal ein Ghoul drin. Was habe ich eigentlich erwartet? Was habe ich eigentlich erwartet? Eine leere Hütte? Okay. So. Ein Pokopilz, das nehmen wir gerne. Hier haben wir den Grabstaub aus diesem Raum. Okay. Bleiben noch 4 weitere Räume, wo wir Grabstaub herholen müssen. Yay. Oder so. Aber ich glaube, bevor wir das machen, werden wir in der nächsten Folge erstmal zurück zu unserem Schiff und mal mit Hawkins sprechen, ob er als Mutti uns noch ein paar noch ein bisschen Proviant geben kann. Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe es sehr. Aber das, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.